Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Bundesregierung, Hohes Haus und sehr geehrte Damen und Herren. Klimaschutz und Energiepolitik sind zweifelsohne einer der wichtigsten Herausforderungen der nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Herausforderungen, die wir in der Politik als Chancen begreifen müssen. Als Chance für mehr Unabhängigkeit und Sicherheit, was die Energieversorgung betrifft. Eine Energieversorgung, die Menschen nicht an den Rande ihrer Existenz bringt. Eine Chance aber auch für Nachhaltigkeit. Eine Chance für Nachhaltigkeit, um unseren Kindern, unseren Enkelkindern eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Und wenn man dieses wichtige Thema konsequent betrachtet, dann sind Energieeffizienz und Transformation hin zu erneuerbaren Energien ja eine der zentralsten und umfassendsten Aufgaben der Politik schlechthin. Eine Aufgabe eigentlich von der Größenordnung nur vergleichbar mit der Industrialisierung des letzten Jahrhunderts. Eine Chance aber auch für neue notwendige Arbeitsplätze in unserem Land, eine Chance für Wertschöpfung. Und das ist wesentlich, sie betrifft nicht nur einen kleinen Sektor, sie betrifft die gesamte Gesellschaft. Sie betrifft jeden und jede Einzelne unserer Gesellschaft in unserem Land. Und deswegen ist sie, und das ist entscheidend, eine wichtige soziale Frage. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ein solch wichtiger Kraftakt vor allem eines braucht, nämlich Zusammenarbeit. Zusammenarbeit aller in unserem Land. Die der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer, die der Wirtschaft, der Industrie, der Regierung, des Parlaments und somit aller politischen Parteien unseres Landes. Ich bin aber genauso davon überzeugt, dass unser Land auch in Fragen, die die unmittelbare Gegenwart der Menschen betreffen, mehr Zusammenarbeit der politischen Kräfte braucht. Die Bekämpfung der Teuerung zum Beispiel, die viele Menschen in den letzten Monaten vor unlösbare soziale, ökonomische, finanzielle Probleme stellt, das braucht genauso diesen wichtigen Kraftakt. Die Menschen in Österreich erwarten sich auch hier eine Zusammenarbeit. Eine Zusammenarbeit der politischen Parteien. Sie erwarten sich zu Recht ein Einanderzugehen von Regierung und Opposition, um diese großen Herausforderungen unserer Zeit überhaupt zu lösen. Und es ist möglich. Ja, es geht. Dass es möglich ist, haben wir alle zu Beginn der Pandemie vor ein paar Jahren alle unter Beweis gestellt. Und dabei geht es um eine Zusammenarbeit zwischen der Opposition auf der einen Seite und der Regierung auf der anderen Seite. Eine konstruktive Oppositionspolitik setzt aber etwas Wesentliches voraus, nämlich eine konstruktive Regierungspolitik. Und es liegt an Ihnen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegt an Ihnen allen, hier diese Fähigkeit zur notwendigen Zusammenarbeit im Sinne unseres Landes, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger wieder unter Beweis zu stellen. Meine Damen und Herren, es wird meine letzte Rede als Klubobfrau der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion sein. Und Ende des Monats werde ich aus diesem Parlament ausscheiden. Ich gehöre diesem Haus seit fast 6 Jahren an. Ja, jetzt gibt es Abgeordnete, ich weiß, hier erinnern, die wesentlich länger hier im Hohen Haus arbeiten und Abgeordnete sind. Aber eines müssen wir schon alles sagen, in den letzten 5 bis 6 Jahren ist so viel passiert, wie wahrscheinlich viele Politikerinnen und Politiker in 10, 20, 30 politischen Berufsjahren nicht erlebt haben. Mein politisches Verständnis in all diesen Jahren, in dieser ereignisreichen Zeit, war immer, die Zusammenarbeit zu suchen. Trotz politischer Unterschiede, trotz politisch unterschiedlicher Standpunkte, ein gemeinsames Ergebnis zu erreichen. Und dazu braucht es Bereitschaft. Die habe ich mitgebracht. Dazu braucht es Respekt voreinander. Es braucht Ehrlichkeit und Konsequenz. Und es braucht Mut zur Verantwortung. Verantwortung für die Menschen und für unser Land.
Es braucht aber künftig, und das ist für mich persönlich auch wesentlich, ein neues Verständnis. Es braucht ein neues Verständnis von politischer Führungsstärke, das sich nicht nur in der Bewunderung männlicher Machtrituale erschöpft, sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich bei Ihnen allen hier erinnern für die Zusammenarbeit in dieser nicht einfachen Zeit der letzten Jahre bedanken, bei den Clubobleuten, bei den Abgeordneten, vor allem aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hohen Hauses und der Parlamentsclubs. Insbesondere möchte ich mich aber auch bedanken bei jenen Unterstützerinnen und Unterstützern in meiner eigenen Fraktion, die den nicht einfachen Weg der konstruktiven Oppositionspolitik in vielen Bereichen mit mir konsequent, ehrlich, mutig mitgegangen sind. Danke dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Ihnen allen liegt eine große Verantwortung für die Menschen, für die Demokratie, für unsere Republik. Sie können dieser Verantwortung gerecht werden, wenn Sie aufeinander zugehen. Mit Respekt, mit Anstand und mit Ehrlichkeit. Für mich ist es bald Zeit, Abschied zu nehmen von einer großen Aufgabe, einer wunderbaren Aufgabe, von lieben Freundinnen und Freunden, von manch schwierigen, aber dennoch interessanten Kollegen. Ihnen allen. Ja, man lernt immer und von jedem und jeder. Ja, Ihnen allen wünsche ich viel Erfolg für unser Land. Machen Sie es gut.